Jetzt fahren wir los, unsere Lieblingsstrecke Richtung Sandford, Nordwijk Sandford. Das sind ca. 28 Kilometer. Mit dem E-Bike leicht zu schaffen, vor allem mit den Super 73 Bikes. Leicht zu schaffen. So, das war jetzt mal wieder kostenlose Werbung, ja? Also Super 73, wir dürfen eure Bikes nicht mehr verkaufen. Also, gib mal einen Euro rüber. Oder zwei. Juhu. Ich laufe jetzt hier unseren Lieblingsplatz hoch. Da habt ihr die Tanja ja gesehen. Eben gerade hat sie ja Winke-Winke gemacht. Da ist sie nochmal. So, ich muss immer von vorne sprechen, weil da ist auch das Mikro. Hier geht es jetzt hoch. Das ist ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr in Nordwijk seid. Also hier müsst ihr unbedingt hin. Geht ein bisschen hoch, ist ein bisschen beschwerlich, aber es geht. Dafür ist die Aussicht und was man zu sehen bekommt, grandios. So, ich mache jetzt mal Zeitraffer. Dann geht es für euch ein bisschen schneller. Das ist jetzt unser Lieblingsplatz hier in Nordwijk. Absoluter Geheimtipp. Die Google- bzw. Geodaten von Google Maps werde ich euch dann hier jetzt mal einblenden, damit ihr wisst, wo es ist. Hier ist es auch absolut ruhig. Hier sollte man aber ruhig sein, weil es ist ein Naturschutzgebiet. Das heißt also absolute Stille, auch keine Drohne. Darf ich hier auch nicht fliegen. Völlig okay für mich. Und den einen oder anderen Hirsch, Reh, beziehungsweise werdet ihr auch sehen, keine Angst, die sind friedlich, die grasen hier nur und es macht absolut viel Spaß hier zu sein und einfach es genießen und da mal die Seele baumeln zu lassen. Also werdet viel Spaß haben. So, bis auf den Herrn jetzt, weiß nicht, ob es auf den Aufnahmen drauf ist. Der war ein bisschen zickig, keine Ahnung warum. Hat die Mucke angemacht, wo ich gerade jetzt was in die Kamera gesprochen habe. Ich meine, so laut war ich nicht und ich war ja auch gleich wieder weg. Also, sorry, aber manche sind echt ein bisschen gaga in der Birne. Verstehe ich nicht. Naja, muss ich auch nicht. Also, nur damit ihr wisst, wenn es zu Musik, Geräusch, Dings gekommen ist, dann war es hier, weil der sich gestört gefühlt hat von meiner kurzen Aufnahme von 3-4 Minuten, wo ich da stand. Ja, und als ich gerade fertig geworden bin, nach den 2 Takes, hat er auch gleich wieder ist ausgemacht, also ja, gut. Ich sag's mal so, Spinner gibt's überall. Auch in Holland.
Für euch waren das jetzt nur ein paar Sekunden. Für mich waren das jetzt ein paar Minuten, aber mit dem Bike ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, macht absolut viel Spaß. Hier seht ihr Sandfort, den Strand jetzt. Und ja, jetzt geht's erstmal, weil wir guten Hunger mitgebracht haben, gehen wir jetzt erstmal Mangiare machen. Und dann schauen wir, was alles noch passiert hat. Yummy, beim besten Frikandee Brötchen in Sandfort. Das schmeckt so lecker. Wir zeigen euch die Bilder. Pommes mit. Tschüss. Jetzt wird gegessen. Ja. So, was haben wir denn hier? Currywurst im Brötchen. Currywurst und ich habe eine Frikando. Ich wollte sie eigentlich mit allem, aber wir machen ja jetzt Diät. Also von daher hat er richtig entschieden für mich. Ich wollte sie eigentlich mit Soße, mit Zwiebeln, mit allem. Also die typische Frikando halt, die man so kennt. In Holland, im wunderschönen Holland. Und ja, jetzt wird es nur eine Frikando, ist aber nicht schlimm. Sehr lecker. Magst du, ne? Ja. Ja, Currywurst ist nicht so, wie wir Currywurst kennen. Ich denke, das ist Schwein. Magst du mal probieren? Nee. Aber lecker. Mhm. Also, das ist so unser Lieblingsimbiss. Das war auch unser allererster, müssen wir dazu sagen. Wir sind ja so treue Seelen. Genau, aber der ist auch gut. Der war nämlich so voll, da haben wir gedacht, der kann ja nur gut sein. Dann nehmen sie Witterung auf. Mit den Möwen muss man hier aufpassen. Die klauen einem die Wurst von der Gabel. Die sind hier echt aggressiv. Und hungrig. Nicht gut erzogen, die Möwen hier. Nein, aber wunderschön. Ihr habt es ja in den Aufnahmen gesehen, unseren Geheimtipp habt ihr auch schon gesehen. Also wir finden es ja einfach wunderschön zwischen Nordberg, Sandfort. Die andere Richtung, Richtung Den Haag ist auch wunderschön. Da hoffen wir, dass wir morgen, spätestens übermorgen, auch ein Video abdrehen können. Das heißt aber, es soll regnen. Bei der Wetter-App von Apple kann man sich aber eigentlich so drauf verlassen. Wir hatten das schon mal vor zwei Jahren. Da hieß es auch, da waren wir in Scheveningen, also in Den Haag. Da hieß es auch, es wird nur regnen. Und was hatten wir? Strahlendsten Sonnenschein, die 3-4 Tage, die wir dort waren, kein einziges Mal geregnet. Und von daher hoffen wir einfach, dass es so schön bleibt wie heute, die nächsten 2-3 Tage noch. Und vielleicht noch 2-3 Grad wärmer. Ja, das wäre noch schön, aber in der Sonne wird es warm. Also, ja. Aber durch den Wind wird es dann wieder kalt. Also man kann nicht alles haben, aber wir sind froh, dass wir hier sind und sind sehr glücklich. So, wir futtern jetzt mal weiter, weil sonst wird meine Frikandel noch kalt. Ja. Kannst du was sagen? Es geht wieder zurück nach Nordwijk zum Günni. Es ist nämlich kalt. Genau, wir fahren jetzt zurück zum Günni. Saß da noch eine Zeit auf der
Bank. Haben vor, also ich habe meine Frikandel. Tanja hatte ja gesehen, ihre Curry, ihren Curryburger da. Bratwurst, Currywurstburger, genau. Und ja, einfach nur wunderschön. Und ja, jetzt fahren wir wieder mal entspannt zurück nach Noordwijk. Bei strahlendem Sonnenschein. Sind wir wieder im schönen Le Parage. Kann ich nur empfehlen. Tolle Betreiber. Also hier der Patrick und die Yvonne. Ja, die zwei sind top. Und da steht auch der Juli. Das sind die. Hier ist die Rezeption übrigens, gleich hier vorne. Da vorne steht ihr kurz und dann dürft ihr hier über die zwei Schranken, beziehungsweise die eine Schranke hier Einfahrt-Ausfahrt, ich hoffe, habt ihr das gehört, weil ich habe vorne das Mikro an. Ja, einfach top. Le Parage ist einfach nur top. Und jetzt auch hier Ostern. Zwar gut besucht, aber es findet sich immer ein Plätzchen und wie gesagt, wir finden es hier richtig, richtig toll. Sind wir wieder beim Günni.